Moin. Oh, was bin ich? Ich heiße Erik, bin 50 Jahre alt. Ich bin einer von den vielen Obdachlosen in Deutschland. Das heißt, ich schlafe draußen, lebe draußen, organisiere mich draußen. Was kann ich noch sagen? Ich habe auch mal ein normales Leben gehabt, so mit Wohnung und so. Das ist lange her. Das Schöne ist schon, so eine Art Freiheit, ja, hat man schon. Ich schlafe heute hier, morgen schlafe ich dann woanders. Das ist auch abenteuerlich, aber es ist auch nicht immer nur romantisch. Ne? Man darf es nicht zu romantisch sehen alles. Ne? Das ist schon auch ein Kampf. Der Punkt war, dass ich die letzte Zeit schon rumgereist bin, mit dem Hintergedanken, irgendwo festzumachen. Vielleicht eine kleine Wohnung, vielleicht ein Zimmer irgendwo oder so. Ne? Je älter man wird, glaube ich, desto schwieriger wird der Einstieg wieder zurück in so ein normales Leben. Ne? Und deswegen bin ich jetzt gerade irgendwie dabei, ganz zart, das ist ein ganz zartes Pflänzchen noch, aber zu gucken, wie es gehen könnte. Ne? Es ist natürlich schwierig. Ne? Auf geht's. Jetzt bin ich natürlich wieder voll im Leben, ne? Ja, Verkehr, Lärm, Krach, ne? Das ist immer so eine... Das ist immer schwer für mich, ne? Zu kapieren, ne? Eben noch schön ruhig, ne? Jetzt wieder volles Programm, ne? Aber so ist es halt. Die Leute sind halt auch mit sich beschäftigt, ne? Und die nehmen ja dann so gar nicht wahr, ne? Für viele bin ich ja unsichtbar, das finde ich aber auch gut. Wie gesagt, ich mache mein Ding und das ist schon okay, ne? So. Hier gehe ich praktisch immer auf Toilette, mache mich so ein bisschen frisch das erste Mal, ne? Bisschen waschen, Gesicht waschen, ne? Und ja, halt was man so auf Toilette macht, ne? Weil das hier die sauberste Toilette, ne? Von ganz Hildesheim, ne? Ist halt Kirche, ne? Die hat achten immer drauf, ne? Aber ich hinterlasse die auch sauber, ne? Oh, schön warmes Wasser, ne? Alles klar. So. Katzenwäsche, muss man so räumen. Was ist das? Ja. Ja, gerne. Ich habe halt kein Konto, so wie andere Leute, und deswegen komme ich hierher und hole mir dann hier meinen Tagessatz. Ein normaler Arbeitsloser kriegt ja Hartz IV-Regelsatz und wir kriegen das halt eingeteilt für die 30 Tage. Das heißt, es gibt dann pro Tag 13,68 Euro. So, tipptopp. Okay, dankeschön. Tschüss, ne? Bis. Tschüss. Danke, tschüss. Ja. Wir sind hier jetzt in der ambulanten Wohnungslosenhilfe. Das ist immer so ein Anlaufpunkt, wenn man irgendwie was mit Ämtern oder so zu tun hat. Hier arbeiten halt Sozialarbeiter. Und dann war es halt so, dass ich auf Herrn Aschemann zugegangen bin und gesagt habe, Herr Aschemann, ich würde gerne hier festmachen, also mir eine Wohnung besorgen. Ich würde gerne hier leben wollen. Und dann ist die Hilfe halt so angelaufen. Vieles dann nicht, was erfolgsversprechend aussieht. So.
Moderne Studenten-WG. Also aus Erfahrung kann ich schon mal sagen, wenn da steht Studenten-WG oder Studentenwohnung für Studenten, kannst du versuchen, deine Chancen sind aber relativ gering. Aha. Gepflegte Zwei-Zimmer-Wohnung in Hildesheim. Die kenne ich nicht. Das ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Kann man draufschauen. Das sieht auf jeden Fall sehr schick aus, ne? Ja, sieht richtig schick aus. Aber schick ist nicht gut unbedingt, weil schick heißt auch immer, dass viele Leute die Wohnung haben wollen. Ne? Und umso mehr Leute die haben wollen, umso schlechter sind deine Karten. Ja, verstehe. Hier ist noch eine von privat. Das kann man immer noch gut versuchen, ne? Weil du ja auch einen recht guten Ersteindruck machst. Wenn du erstmal bei der Wohnungsbesichtigung bist, dann kann es ja auch sein, dass die Leute sagen, Mensch, dem gebe ich nochmal eine Chance, ne? Und der macht einen guten Eindruck. Da können wir dann nochmal anrufen. Aber die hat keine Bilder drin. Das ist an sich schon mal gar nicht so schlecht, weil die Annoncen ohne Bilder sind für viele Leute immer uninteressant. Ne? Und das ist natürlich ein bisschen deine Chance. Ne? Ich gehe zum Beispiel ungern in Obdachlosenheime, weil das einfach zu krawallig für mich ist. Ich bin Einzelgänger und ich kann halt nicht mit 4, 5 Leuten auf einer Bude pennen, das geht gar nicht. Und dann werden auch immer so verschiedene Charaktere zusammen, die gar nicht zusammenpassen, also fremde Menschen. Das ist einfach nicht meins. Dann mache ich lieber platt und habe meine Ruhe. Bei mir war es der Klassiker. Also der Klassiker bedeutet, ich war früher alkoholabhängig, relativ früh schon, mit 16. Ja, dann habe ich meine Arbeit verloren. Kann man ja auch nachvollziehen, wenn ständig einer mit der Fahne oder besoffen ankommt. Ja, und dann irgendwann habe ich auch keine Miete mehr bezahlt. Dann haben sie mir die Wohnung gekündigt. Ja, und dann bin ich auf die Straße gegangen. Einfach so, Rucksack. Und habe geguckt, wie es geht. Und irgendwann ging es dann einfach. Und das Beste ist, ich bin jetzt seit ich auf der Straße bin, trockener Alkoholiker. Ich habe seit 20 Jahren, ungelogen, nicht ein Schnaps oder ein Bier oder irgendwas angerührt. Die größte Stütze ist halt tatsächlich dieser Umgang mit den Ämtern. Da braucht man halt einfach eine Hilfestellung, wenn man so lange auf der Straße ist, weil man kriegt es alleine nicht hin. Der allererste Schritt, wenn jemand sich sozusagen eine Wohnung suchen will, ist erstmal beim Jobcenter einen richtig festen Antrag zu stellen auf monatliche Leistung. Das heißt, wenn man eine Wohnung in Hildesheim haben will, dann sollte man hier auch im geregelten Leistungsbezug stehen. Ja, und dann kommen eigentlich hier schon die ganzen Papiere vom Jobcenter, da sind natürlich einige. Das hier ist beispielsweise die Eingliederungsvereinbarung. Jeder, der einen Antrag stellt, muss beim Jobcenter auch eine Eingliederungsvereinbarung unterschreiben. Das ist ja sozusagen der Vertrag, den Erik unterschreibt. Was macht Erik dafür, dass er das Geld vom Jobcenter kriegt? Und das Einzige, was er bislang machen muss, und dafür sind wir sehr dankbar auch, dass da relativ unkonkret nur Stabilisierung der persönlichen Umstände drinsteht. Das heißt, jetzt bei Erik beispielsweise eine Wohnung finden, nicht mehr auf der Straße leben, zur Ruhe kommen, alles regeln. Und dann kann man mal später gucken, was mit Arbeitsvermittlung ist. Also es ist sehr gut, dass man so jemanden wie Herr Aschemann im Hintergrund hat, der bei der Wohnungssuche auch behilflich ist und mit den Wohnungsgesellschaften sich kurz schließt und sagt, habt ihr da was? Wir haben da jemanden, der den Eindruck macht, als wenn er wieder eine Wohnung beziehen könnte. Und ich bin mir sicher, dass ich das alleine nicht geschafft hätte. Ein bisschen was muss ich auch selber machen. Ne? Das ist auch ein bisschen Eigenverantwortung. Ne? Hier habe ich mir eine Wohnung angeguckt, ein älteres Ehepaar. Da taucht natürlich die Frage auf, sind Sie berufstätig? Nein. Ich bekomme Hartz-IV-Leistungen. Nein, Hartz-IV, da haben wir schlechte Erfahrungen mitgemacht. Da muss man auch mit Ablehnung rechnen. Ne? Ich habe ja nach Weihnachten habe ich so ein bisschen Probleme gekriegt mit dem Rücken und so, ne? Ja, und dann kamen die Leute auf mich zu und machten mir dann das Angebot, dass sie einen Camper haben und ganz tolle Leute, ne?
der Sozialarbeiter von der Lobby hat mir das vermittelt praktisch und der hat erzählt, da ist jemand, der was sucht und der sich festmachen will in Hildesheim und vielleicht kann er im Winter hier in dem Camper übernachten. Das ist ein super Gefühl, ne? Man kann abschließen, man kann seine Sachen hat man da drin, sie sind sicher, braucht sie nicht rumschleppen den ganzen Tag über, ne? Und jetzt habe ich halt eine Winterunterkunft. Erstmal eine schöne. Und dann versuche ich aber auch mich, oder was heißt versuche, das kriege ich schon hin. Also mich anständig zu verhalten und auch das Vertrauen nicht zu zerstören oder so. Ne? Natürlich jetzt sehr ausgekühlt alles. Ne? Also hier zeige ich dann 4 Grad. Aber ich glaube, das Thermometer ist kaputt. Das ist kälter jetzt schon. Das ist ja mindestens schon 0 Grad. Das friert ja schon draußen. So, dann kann das losgehen. Zu Anfang, wie ich draußen war, war es schlimm für mich, ne? Angst, wie geht das überhaupt weiter alles, ne? Kann ich überleben und so weiter und so fort, ne? Ich hatte das tatsächlich mal, da war ich auch unterwegs im Winter und wollte halt eine Abkürzung nehmen über so einen Fluss und der war auch zugefroren und da bin ich halt eingebrochen, ne? Also nicht bis zum Hals und nicht untergegangen, sondern nur bis zur Hüfte, aber es war halt richtig kalt und dann muss man halt in den sauren Apfel beißen und dann muss man halt schnell aus den Klamotten raus, so schnell wie es geht, ja? Bevor die steif frieren. Weil dann hat man gar keine Chance mehr. Ne? Ich höre dann immer Radio abends noch ein bisschen, ne? Das mache ich aber auch, wenn ich draußen bin, unterwegs bin. Dann höre ich immer hier ganz gerne Ohrenbär. So, das sind so Kindergeschichten, so Gute-Nacht-Geschichten. Und dann gehe ich nachher hier hin und schlafen, ne? Und morgen ist dann, schlafe ich dann, morgen ist dann ein anderer Tag wieder, ne? Pulcinella ist ein Klo. Kein Allerweltsklo, sondern ein Zirkusklo. Und zwar beim Zirkus de Nadine. Bei den anderen Zirkustieren ist sie leider ziemlich unbeliebt. Keiner mag sie. Alle scheuchen sie weg. Hallo. Gibt es auch eine Stunde? Nee, gibt nur 2 Stunden. Nein, 2 Stunden ist der Grundtarif. Viel Spaß. Danke. Ich bin gar nicht so oft im Schwimmbad, aber zum Geburtstag gönne ich mir das mal. Ne? Das ist ja auch ein bisschen, ist ja auch preisintensiv, ne? Teuer, ne? Aber dann muss das mal sein zum Geburtstag. Ne? Ist ja mein Tag und dann will ich mir das mal gut gehen lassen. Ne? Ich bin jetzt 51, es ist einfach irgendwann, ist einfach Schluss mit dem Tingeln, ne? So, adios. Heute ist ein ganz besonderer Tag, ne? Heute kriege ich meine Wohnung. Heute unterschreibe ich einen Mietvertrag. Und
Ja, ich bin total aufgeregt, freue mich. Es ist halt ganz kurzfristig irgendwie was frei geworden und da haben die gesagt, okay, dem geben wir eine Chance. Das ist der totale Wahnsinn. Also ich bin da selber total überrascht. Ich hab nie damit gerechnet, dass es so schnell geht. Ne? Manchmal klappt das so, ne, im Leben. Ne? Ab geht die Post. Schon herrlich, ne? Und die Sonne, so blauer Himmel, ne? Ist immer geil, ne? Immer gut. Mini-Umzug. Ich bin begeistert. Ich bin perfekt organisiert. Guten so. Morgen. Ja. Jetzt geht's los. Morgen, Herr Weimann. Ich grüße Sie. Na? Bereit? Bereit. Hi, Morgen. Ich habe schon mal was mit, nämlich Ihren Schlüssel, den brauchen Sie ja gleich. Super, Sie sind perfekt. Ihr neuer Wohnungsschlüssel. Hammer. Tipptopp. Oh, perfekt, so ein Hackenschlitzer ist. Das bin ich mal Umzug. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall der leichteste Umzug, bei dem ich bislang geholfen habe. So. Na. Passt. Passt. So, Hammer. Meine neue erste Wohnung seit fast 20 Jahren. Ist das schön. Hier liegt die Küche. Alles schön weiß. Ja, 8,9 Quadratmeter groß. Müssen Sie sich nur aufbauen. Ja, dann super. Einmal ein Schrittchen weiter. Das nächstes Zimmer, das Bad. Mhm. Oh, hier sind ja. Wir. Oh. Schauen Sie rein. Oh, schick. Oh, hier. Was hier? Badewanne. Mit Badewanne. So war es bestellt. Hier, Badewanne. Ah, herrlich. Und Probe liegen. Ah. Badewanne, sowas hatte ich mir ja gewünscht. Ne? Das war ja mein Traum. Ne? Ein Zimmer haben wir noch. Klasse. Ist das nicht schön? Schön hell, ne? Jetzt aber der spannende Teil. Hier, Dauermietvertrag, auch schön. Dauermietvertrag. Super. Sagt, Sie sollen ein bisschen bleiben. Ja, gerne. Wenn Sie möchten, können Sie mal einmal nochmal durchschauen. Oh, das hatten wir ja auch schon irgendwie alles genau besprochen. 440, genau. Grundmiete 220. Genau. Gut, okay. Einmal unterschreiben. Mieter, das bin ich. Sie sind der Mieter, so sieht es nämlich aus. Ab jetzt offiziell wieder fester Wohnsitz. Ja. Mitnehmen und da vorlegen. Hammer. Ist das nicht herrlich? Jetzt kommt die Energie, weißt du, und jetzt kann man richtig... Dann haben wir jetzt alles in Sack und Tüten. Ich bin jetzt gespannt auf meine erste Nacht hier heute. Ich werde ja heute Nacht hier schlafen. Bin schon mal gespannt, ne? Vor allen Dingen, ich kann mal eine Tür hinter mir zumachen, ne? Ich kann eine Tür hinter mir zumachen und ich bin mir sicher, es kommt keiner, der irgendwie sagt, was machst du hier? Ich schlaf hier. So, weißt du, also so, ne? Klasse. Erik, vielen Dank gesagt, ne? Für eure Bemühungen. Ja, gerne. Ciao. Ja. Mein eigenes Reich. Ich werde verrückt. Ich werde jetzt praktisch die alten Geister bitten, rauszugehen, damit ich was Neues hier starten kann. Ich weiß ja nicht, was hier vorher für Menschen drin gelebt haben, ne? Was die für eine Energie hatten oder so. Ne? Der Rauch, der trägt jetzt die ganze Energie nach draußen. Das würde ich auch in Zukunft machen, ne? Wenn jetzt hier tatsächlich mal irgendwie ein Gerichtsvollzieher kommt, das kann ja mal passieren, dass hier ein Gerichtsvollzieher vorbeikommt, dann würde ich auch nochmal... Danach nochmal die Energie halt, weil der bringt ja keine gute Energie mit. Dann muss ich die halt rauslassen. Ne? Und dafür ist das immer gut. So, ich musste mich jetzt hier die Fensterbreite und die Fensterhöhe messen,
weil das in meinen Erstantrag mit aufgenommen wird. Und da wird dann berechnet, wie viel Geld ich praktisch kriege für Gardinen oder Rollos oder was auch immer ich mir hier vorhängen will. Das wollen die halt so haben beim Jobcenter. Warum, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Auf jeden Fall kriegen die das und dann kriege ich vielleicht Gardinen von denen. Mal gucken. Moin. Alles klar? Hi, Erik, grüß dich. Ich würde gerne eine Erstausstattung machen. Ja, das sollten wir hinkriegen. Fertig machen, genau. Mit welchem Zimmer willst du anfangen? Was hast du denn als Wohnzimmer ist ganz oben. Wohnzimmer, ja, super. Dann fangen wir damit an. Okay, schieß los. Was brauchen wir im Wohnzimmer? Alles. Also ich kann dir sagen, du bist ja eine Einzelperson. Ne? Ja. Das heißt, dir steht nicht alles zu. Sage ich auch gleich. Also kannst dir ein großes Sofa wünschen, dann schreibe ich es hier auch rein, aber du wirst es wahrscheinlich nicht bewilligt bekommen. Ne? Gut. Als Einzelperson steht dir halt ein Sessel zu. Und nur um schon mal die Erwartungen ein bisschen runterzuschrauben. Ja, okay. Aber wir fangen an mit der Liste. Also sag einfach mal, wir sammeln, wir können ja dann streichen. Ja, Couch hätte ich gerne. Du hättest gerne, ich schreibe es auch. Ich hätte gerne eine Couch. Ja, Couch, Sofa, okay. Lampe. Willst du eine Stehlampe auch? Stehlampe, genau, gerne. Und dann, ein Tisch. Couchtisch. Genau, den haben wir eigentlich schon alles im Wohnzimmer. Ne? Baust du was vor die Fenster? Ja. Ja. Wäre schon schön. Hast du ausgemessen? Gardinen, ja. 1,30 x 1,60. Also Erik, pass auf, Wohnzimmer haben wir jetzt. Ich fasse nochmal schnell zusammen. Hast du jetzt als Wunschliste eine Couch, ein Sofa, einen Couchtisch, einen Sessel, eine Schrankwand, eine Deckenlampe, eine Stehlampe, ein Regal, Wandregal, Gardinen fürs Fenster, Teppichläufer und eine TV-Bank. Jo. Fernseher müssen wir nicht beantragen, kriegst du sowieso nicht. Nee. Okay. Ne? Alles klar. Ich habe jetzt so viel zu tun gerade. Man muss sich vorstellen, man hat vorher so auf der Straße halt, wenn man realistisch ist, man hatte nichts zu tun. 59 Euro. Das ist echt nicht schlecht. Oh, schön. Oh ja. Oh ja. Das ist ein Sessel. Zahlen Sie in bar oder haben Sie einen Gutschein? Nee, ich würde in bar bezahlen gerne. Ja. Dankeschön. Bitteschön. Sehr gerne. Das ist einmal Ihr Bon, den können Sie gerne beim Amt vorlegen. Das wird so akzeptiert. Super, steht klasse. Auch drauf Möbel. Steht auch drauf. Super. Und 10 Euro. Danke. Retour. Klasse. Hier, 269. Ein Silber. Finde ich gut. Oh, nichts drin. Cool. Ja, ich, das ist echt noch so ein Trauma, was ich habe, ne? Von früher. Wegen der halt Post von irgendwelchen Ämtern oder Gerichten oder so, ne? Aber wie gesagt, da muss ich jetzt keine Angst mehr haben, wenn ich Briefe kriege, dann gehe ich damit zu ambulanten Hilfe und dann werde ich mit denen zusammen gucken, was man da machen kann, falls noch irgendwelche Gläubiger auftauchen sollten oder so. Ne? So. Ich habe
einen Hauptschulabschluss und dann mit 16 habe ich dann eine Lehre angefangen in der Zimmerei. Ich habe später dann tatsächlich als Bauschreiner gearbeitet. Das ist so, bist halt auf Baustellen, baust die Fenster, baust sie später ein. Viel Schlepperei, viel körperliche, kräftige Arbeit. Man war immer draußen, es hat mir Spaß gemacht. Hier habe ich jetzt schon ein bisschen eingerichtet. Da habe ich mir hier so ein Kupferrohr besorgt und so. Da kommt ein Bügel ran, dann mache ich dann meine Jacken und so, Hemden. Mein super Bett. So. Das habe ich über eBay gekauft. Die Matratze habe ich im Internet gekauft. Ich habe schon auch schlecht geschlafen erstmal. Das war dann schon so, dass ich dann auch schon geträumt habe, dass das wirklich alles nur ein Traum war. Dass plötzlich der Vermieter dann wieder vor mir steht und sagt, hallo, das war alles nur ein Traum. Geben Sie mal den Schlüssel wieder her. Ne? Solche Träume hat man dann. Ne? Ich habe nach wie vor den gleichen, also ziemlich ähnlichen Ablauf, wie wenn ich jetzt auf der Straße bin. Ich bin ja früh Aufsteher, so, ne? Ich bin ja immer früh wach und dann mache ich mich halt auch weh. Und dann komme ich hierher. Ne? So, erstmal ein Kaffee. Einfach auch, um hier ein paar Leute zu treffen und so, ne? Ein bisschen zu reden. Und Erik hat jetzt eine Wohnung, er kennt uns noch, ne? Und sondern, sagt sich jetzt nicht, ich gehöre einer anderen Schicht an. Er kommt ja weiterhin hier noch her, so wie vorher. Und das finde ich klasse, dass er bodenständig geblieben. Nichts übers Knie brechen, sondern einfach mal gelassen bleiben und mal eine Nacht drüber schlafen. Ich lebe jetzt ein Dreivierteljahr auf der Platte. Oha. Hast du Wohnung verloren, oder? Ja. Ich habe Räumungsklage hinter mir. Die Wohnung ist ausgeräumt worden. Ich habe eigentlich nur noch das, was ich privat habe. Ich war übrigens auch damals Alkoholiker noch. Ich habe es aber geschafft, trocken zu werden, tatsächlich. Ich kann heute noch, wenn ich jetzt zum Beispiel an Korn denke oder an Rum oder Wodka, da habe ich sofort diesen Geschmack im Mund. Aber es stört mich nicht. Es kratzt mich nicht. Weißt du? Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück oder was auch immer, was du brauchst, dass du das doch irgendwann schaffst. Ja? Ich werde es nicht mehr schaffen. Ich habe es zig Jahre versucht. Und Trotzdem wünsche ich dir, ich habe den Punkt, in diesem Punkt Alkohol aufgegeben. Ja, gut. Dann mach's gut, ne? Du auch. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben, genau. Wir sehen uns ja noch. Wir sehen uns ja noch. Ne? Das ist nicht rechnen. Ich drohe schon mal wieder hier. Okay. So ein Stellenangebot, ja, das versetzt mich natürlich voll in Panik. Ich sehe ja diesen Briefkopf. Im Briefkasten, ja, da steht Jobcenter, das ist ja das Erste, was ich sehe, wenn ich den Brief aus dem Brief höre. Dann denke ich mir, kriege ich natürlich voll die Panik, was wollen die jetzt von mir, ja? Weil ich ja schon ziemlich schlimme Erfahrungen mit Jobcenter gemacht habe. Nicht mit diesem, aber mit anderen Jobcenter. Und dann geht bei mir eigentlich gleich wieder dieser Fluchtgedanke los, ne, irgendwie. Also, abhauen, ne. Dann mache ich den Brief auf und dann sehe ich das. Bewerben Sie sich bitte umgehend per E-Mail, alternativ vereinbaren Sie bitte umgehend einen Vorstellungstermin. Ne? Und dann kommt natürlich auch hier die ganze Sanktionsgeschichte, die einen auch noch in Angst und Panik versetzt, weil man dann ja denkt, ey, scheiße, wenn ich mich da jetzt nicht bewerbe, dann drohen die mir gleich mit Sanktionen. Das merken wir halt immer wieder, ne? Das ist diese Jobcenter-Postgeschichten und so, die überfordern unsere Leute, gerade diese Leute wie Erik, die lange Zeit auf der Straße und sowas gelebt haben, total. Der Job selber ist nicht verkehrt. Ich habe schon als Möbelmonteur gearbeitet. Das ist eigentlich ein cooler Job. So, ne? Aber für mich ist es einfach zu früh. Und ich
brauche einfach noch ein bisschen Zeit. Ich muss noch meine Wohnung noch, ich bin mit meiner Wohnung noch nicht fertig. Ich muss noch alles, Waschmaschine muss noch organisiert werden und. Aber es ist halt schon so, wie gesagt, Erik ist Ende Februar in die Wohnung eingezogen, hat sich da so langsam auch eingerichtet und ich meine, das Jobcenter bezahlt die Wohnung, das Jobcenter bezahlt seinen Lebensunterhalt und natürlich muss er dann auch mal zusehen, was er tun kann sozusagen, um seine berufliche Reintegration so ein bisschen voranzutreiben. Ne? Gut, ich weiß natürlich auch, das Programm heißt Fördern, Fordern. Sie haben mich jetzt gefördert, jetzt fordern Sie halt. Sehe ich auch ein, ist klar, muss sein. Ja? Also ich will irgendwann arbeiten, aber das geht mir hier... Das ist mir zu schnell, ne? Im Moment habe ich gar nicht so den Antrieb. Also im Moment ist irgendwie das Feuer raus. So. Ich muss einfach gucken. Weiß ich nicht. Ich krieg's auch nicht so organisiert irgendwie. Ich habe jetzt auch da in der Küche so eine Uhr gekriegt, auch so eine Spende, so eine Küchenuhr, so eine Runde. Ne? Und eigentlich wollte ich die gestern anbohren. Also ich wollte eigentlich einfach nur eine Dübel in der Wand bohren und so. Und ich hatte keine Lust. Ne? Habe ich nicht hingekriegt. Ne? Habe ich auch so gedacht. Hä? Kannst auch mal schnell ein Loch in die Wand bohren. Ne? Jetzt habe ich halt eine Wohnung, wobei ich gerade so das Gefühl habe oder mich frage, war das die richtige Entscheidung oder... Man spürt sich, also mir geht es auf jeden Fall so, dass ich mich dann spüren kann, wenn ich unterwegs bin. Man spürt, dass man lebendig ist. Ist doch ein guter Zustand, meine Platte, muss ich sagen. Guter Zeltplatz hier. Einfach schön, ne? Das kenne ich einfach so. Ne? Das ist so wie... Wie immer so, ne? Also, ich bin mal gespannt, wenn es jetzt am Wochenende wieder in die Wohnung zurückgeht, wie es dann ist. Das ist auch wieder spannend dann, ne? Oh, herrlich, herrlich. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Wald ist einfach schön, ne? Ich habe ja erst gedacht, jetzt wo ich eine Wohnung habe, wo ich ein Bett habe, ne? Wie das wohl wird jetzt wieder auf der Matte und so, ne? Aber es ist einfach drinnen, ne? Das gefällt mir immer noch gut, ne? Prost. Ah, herrlich. Ja, ist das schön. Ist das herrlich. Oh. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche jetzt, ne? Sonne, Kaffee, Smoke, bisschen Wind und richtig schön hier. Das ist schon öfter so hier, so dass dann Leute vorbeigehen und so, die dann sagen, ey, was machst du denn da, geh mal arbeiten. Also, ne? Aber kratzt mir ja nicht, ich genieße die Sonne.
Das habe ich jetzt schon ein bisschen vermisst, ne? Das ist richtig was Schönes, ne? Das wieder zu sehen, ne? War viel an der Ostsee, ne? Mit 14 oder so, ne? Rucksack gepackt. Meine Eltern hatten auch großes Vertrauen. Die haben gesagt, ja, mach mal, Junge. Ich habe noch einen Bruder und eine Schwester, ne? Aber die wussten ja nicht, was ich mache, wo ich stecke und so. Das war auch schwierig für meine Familie, weil es ist, als Alkoholiker hat man's halt, ist man halt ein schwieriger Mensch, ne? Und die Leute, die halt nicht trinken, die wissen halt oft nicht, wie sie mit solchen Leuten umgehen müssen, ne? Ja, das war nicht schön für die. Zu meiner Schwester habe ich so ein bisschen Kontakt wieder, die hatte ich auch jahrelang nicht. Meine Schwester, die habe ich dir geschrieben, dass ich jetzt festgemacht habe und so. Aber sie hat sich mit gefreut. Also ich hatte ein gutes Gefühl, dass sie sich freut und sagt, ja, du machst schon das Richtige so. Ne? Ist cool. Ne? Ich bin immer Rumtreiber, immer. Das bleibt auch so, das hat man drin. Das kann man nicht so ablegen. Und hier, das ist wunderschön, hier dieser Sonnenuntergang jetzt und das Meer. Keine Menschen hier. Super. Straße auf St. Pauli und da oben habe ich mal gewohnt, in den 90ern, da oben, der Balkon, ganz oben. Das war meine letzte Wohnung, bevor ich in die Wohnungslosigkeit. Ich hatte ja den Räumungsbefehl, ich wusste, dass die kommen. Der Vermieter mit dem Gerichtsvollzieher, Polizei, Schlosser, alles dabei, volles Ordonat sozusagen. Und dann hatte ich ja meinen Rucksack schon gepackt und so und bin dann halt, habe die Wohnung dann verlassen. Und hab die einfach stehen lassen. Was soll ich machen? Ja, bin dann hier raus und Richtung Elbe und dann Bahnhof und dann weg. Komm da gar nicht klar drauf irgendwie. Ist wohl, dass so lange her ist. Schon heftig. Hallo. Moin. Moin. Hallo. Lange nicht gesehen. Abtrünniger, ja genau. Ja, ich gehe erstmal ein bisschen durch. Hallo, moin. Moin. Hallo. Hallo. Ja, ich habe festgemacht in Hildesheim. Ja, schön. Einzimmer, Zweizimmer? Nee, Zweizimmerwohnung, schön. Ja. Eine kleine, schöne kleine Zweizimmerwohnung. Schon ja. 50 Quadratmeter. Ja. Ist okay. Mhm. Ja. Super. Ja. Gratulation. Ja. Was ganz Bestimmtes. Habe ich das einfach nicht mehr? Oh, das wäre ja schade, wenn das hier nicht drin ist. Doch, da ist es. Das ist eins von meinen Lieblingskleidern. Das ist nur. Achso, das ist auch noch ein Kleid. Wusste ich gar nicht, dass ich noch so viele Kleider habe. Ja, wo soll ich da anfangen? Ich weiß es nicht.
Wie erzählt man so eine Geschichte? Ich habe keine Ahnung. Ich mache das jetzt seit ich Jugendlicher bin, dass ich mich manchmal als Frau anziehe. Das ist ein ganz großer Teil von mir, auf den ich niemals verzichten möchte. Und so habe ich natürlich auch in der Obdachlosigkeit nicht darauf verzichtet. Also ich kann das jetzt natürlich viel einfacher ausleben mit einer eigenen Wohnung, weil einfach da kann ich mich besser pflegen und für mich ist das alles dann viel einfacher. Ne? Die waren mit. Dann hatte ich immer eine Leggings mit. Oder auch diese. Die hatte ich immer mit. Ne, so ein Sport-BH hatte ich immer mit. Erst hatte ich mir so Socken mal reingestopft, so aus Improvisation. Und dann habe ich mir, als ich festgemacht habe, habe ich mir natürlich gedacht, okay, jetzt muss man was Anständiges her. Und dann habe ich mir gesagt, Butter bei die Fische. Und dann habe ich mir mal so richtige Silikonbrüste bestellt und gekauft. Da war ich sehr stolz. Habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Das ist ganz schön weit. Es ist keine Verkleidung, sondern das ist tatsächlich, das bin ich dann auch. Ich kann mich ganz anders geben und ganz anders sein. Ich kann viel, viel sanfter sein als Katja, ja? als ich Erik gestatten würde. Ja? Ich bin dieser holzhackende, draußen lebende Erik. Ja, natürlich bin ich das. Aber ich bin auch eben dieser andere. In mir existiert auch dieser andere Part, wo ich jetzt festgemacht habe, immer mehr merke, dass dieser Part auch mehr Raum gewinnt. Oder ich gestatte ihm mehr Raum. Aber ich bin ja im Moment noch so am Schwimmen und zu gucken, wo geht's hin. Die Tendenz im Moment geht mehr zu Katja. Aber es ist noch ein Prozess. Also es ist noch ein Prozess im Gange. Also das ist bei mir im Inneren gerade so. Aber es ist noch keine endgültige Entscheidung da gefallen. Und deswegen brauche ich auch noch einfach ein bisschen Zeit, um da klar zu werden. Beschweren will ich mich nicht. Schön. Ich möchte gerne mal die Sonnenbrille abnehmen, wenn du mit mir sprichst. Nein, doch, mach mal. Genau, warte mal. Ich mache jetzt mal doch die Sonnenbrille. Und was ist unser Plan jetzt? Genau. Nach meinem Urlaub? Ich möchte gerne, dass wir mal so eine Job-Offensive starten. Dass wir einfach mal gucken, wie kann es gehen. Also können wir auf jeden Vielleicht erstmal so einen 450-Euro-Job, sowas in der Art. Du musst halt ein bisschen dir überlegen, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ne? Weil ganz ehrlich, vor meinem Urlaub warst du ja auch schon hier als Katja sozusagen unterwegs. Und ich weiß ja nicht, wie lange du das jetzt irgendwie noch sozusagen beibehältst, die Phase. Oder ob es überhaupt eine Phase ist, ne? Keine Ahnung. Aber also Zimmerer und Handwerk, ist das noch aktuell? Nein. Also, ich würde dann gerne irgendwas mit sozial machen, vielleicht auch irgendwas mit Menschen. Keine Ahnung.
vielleicht sogar sowas wie Altenpflegerin oder... Hast du schon mal gearbeitet in dem Bereich? Nein, natürlich nicht. Ich habe ein bisschen einfach bei dir manchmal das Gefühl, dass du so ein bisschen auf Zeit spielst, ne? Ja. Und ich habe aber die Befürchtung, wenn ich die mal so äußern darf, ne? Ja. Dass, wenn wir dein Bewerberprofil aktualisieren und das Ganze Richtung sozialen Bereich jetzt ummünzen, dass du irgendwann dann gar keinen Bock mehr auf diese Phase eventuell hast, das ist nur meine Befürchtung, und dir wieder als Tipptopp Erik reinkommst und sagst, eigentlich habe ich doch Bock, wieder ein bisschen im Handwerk zu arbeiten, und das war so ein bisschen uns da im Kreis drehen. Wir müssen da tatsächlich überlegen, ich werde mir da auch Überlegungen zu machen, ja, weil ich würde schon in meinem Lebenslauf oder in meiner Bewerbung auch ganz klar schreiben, dass ich divers bin. Ja. Ich habe auch dann manchmal so Depressionen, ne? Und dann gehe ich ins Bett und grübel über alles, über alle Zusammenhänge und wie es mit mir weitergeht und wie es mit meiner Geschlechterrolle weitergeht und ob das überhaupt alles so richtig ist, was ich mache und wie geht das weiter? Wie geht das Leben weiter? Und wie, was... Ja, manchmal weiß man es nicht. Letztes Wochenende hatte ich zum Beispiel dann auch mal wieder meine Männersachen rausgekramt und habe dann auch versucht, die anzuziehen und so. Und das war überhaupt nicht stimmig für mich, überhaupt nicht. Also ich hatte meine Zimmermannshose an und habe mich so unwohl gefühlt und musste sie gleich wieder ausziehen. Ne? Manchmal kommen dann ja auch natürlich Gedanken, ist das überhaupt normal, ist man überhaupt normal oder ist man durchgeknallt oder ist man verrückt oder was ist, geht in einem vor, ne? So, solche Gedanken auch. Ne? Aber wenn man sich richtig fühlt, was soll daran verkehrt sein? Ne? Alles danke klar. Sehr. Wiedersehen. Guten Morgen. Hallo. Ja, darf ich mir das schon mal geben? Dankeschön. Erstmal geht es auch um mein Bewerberprofil, dass ich jetzt, dass das jetzt auf mein Geschlecht angepasst wird. Also ich möchte ja nicht mehr auf dem Bau arbeiten als Katja. Das geht ja irgendwie nicht. Also natürlich werden wir das fördern, wenn das aus unserer Sicht zielführend ist. Aber wir werden auch im Vorfeld gucken, sind Sie dazu in der Lage, sowohl inhaltlich als auch mental. Pflege kann ich mir gut vorstellen. Ja. Pflegeberuf als Pflegerin oder so. Ne? Fördern und fordern, natürlich wird das kommen. Also wir fördern sie ja jetzt schon, indem wir sozusagen ihren Coach finanzieren, dass sie jemanden an der Seite haben, der sie im Lebensalltag unterstützt. Wir werden das auch weiter tun. Wir werden uns aber dann irgendwann auf Förderfelder bewegen, wo wir auch ein Interesse daran haben, dass das funktioniert. Hallo, Herr Aschemann. Erik. Moin. Kommen Sie rein. Ja, darf ich? Ja, gerne. Kommen Sie gerne rein. Links, rechts, geradeaus? Ja, da ins Wohnzimmer erstmal, ne? Eieiei. Hier, das ist das Aktuellste, was ich das jetzt gekriegt habe. Wie viel hast du insgesamt gekriegt? Vor dem Wochenende wohl nur das. Das ist dieses andere Stellenangebot. Das ist ja schon ein bisschen älter. Auch. Genau, das ist schon ein bisschen älter. Hast du einen Kaffee? Ich würde einen Kaffee nehmen, Erik. Ja, ich habe Kaffee. Nee.
Doch, ich habe Kaffee. Ja? Ja, ich kann da, das kann lange. Machen. Nein, das geht ruckzuck. Hast du auch eine saubere Tasse? Ja, ich habe ein Glas. Ja. Hast du Milch? Nein, ich habe leider keine Milch. Eigentlich bin ich überhaupt nicht auf Besuch vorbereitet. Ich hab hier meine Kaffeetasse, aber ich denke mal nicht, dass Herr Aschmann daraus trinken möchte. Und deswegen habe ich jetzt hier so ein Glas. Dann machen wir halt so einen Yuppie-Kaffee, ne? Ein Glas, ne? Ich habe auch keine Milch, ich habe ganz vergessen einzukaufen. Das sieht ja aus wie beim Italiener. Vorsicht, der ist sehr stark und sehr heiß. Okay. Ne? Und ich liebe, ne? Das ist ja schon mal interessant, ne? Hast du gelesen? Und ja, verstehst du auch, was sie von dir wollen? Ja, die was wollen von mir einen Kaufbeleg für eine Waschmaschine. Oh, hast du eine gekauft? Ja. Wo ist denn deine Waschmaschine? Hä? Wo ist denn deine Waschmaschine? In der Küche. In der Küche? Ja. Also hier, ja, nein. Ich finde, du kannst schon sagen, dass du noch keine Waschmaschine gekauft hast. Warum denn? Also, Fakt ist einfach, wir hatten die Waschmaschine beantragt, wir haben Geld für die Waschmaschine gekriegt, also sollten wir auch eine Waschmaschine kaufen. Ja, die Zeit drängt, ne? Mir steht ja auch noch... Haben Sie bis zum genannten Termin nicht reagiert, können die Geldleistung ganz entzogen werden, bis Sie die Mitwirkung nachholen. Dies bedeutet, dass Sie keine Leistung erhalten. Genau. Was machen wir jetzt damit? Weiteres Vorgehen? Kümmerst du dich? Ja, in der Hinsicht, dass ich... Ich bin aber eBay Kleinanzeigen, dass ich da reingucke. Oh. Ja, ich weiß, wie der schmeckt. Deswegen habe ich das Wasser dahin. Ja, ist gut. Mach du mal, Erik. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss. Adios. Hallo, guten Tag. Was soll die jetzt kosten? 70 Euro, so 70 wie Euro, ja, hatte ich auch im Inserat so gelesen. Ne? Gut, dann machen wir das einfach. 50. Bis dann. Ja, tschüss. Mit Sicherheit gibt es auch manche Leute, die sich lustig machen, das bleibt nicht aus. Das ist klar, die kennen das halt nicht, für die ist das fremd und ist auch ein okay, ne? Was die Leute denken, ist mir egal. Das ist jetzt hier mein Lebensraum, ich lebe hier, ich werde auch länger hier leben und ich werde dieses Leben natürlich nicht irgendwo im Verborgenen leben. Und da ist es für mich ganz einfach, in die Offensive zu gehen, mich zurechtzumachen und sagen, hier bin ich. Fangt jetzt was mit mir an oder auch nicht. Lasst es bleiben. Mir egal. Hi, Erik, wann müssen wir da sein? Um 11. Und, bist du aufgeregt? Ja, total. Ja, das ist halt so wild. Du musst eigentlich nur ein paar Unterschriften leisten. Schön, dass Sie da sind. Danke sehr. Hallo. Sie können mich gleich gern begleiten. Wir gehen einmal in den Beratungsbereich. Mhm, gerne. Was kann ich für Sie tun? Ja, heute kleiner Spezialfall. Okay. Das ist Erik alias Katja. Alles klar.
Ich kenne ihn jetzt schon fast 3 Jahre und er nutzt die ganze Zeit auch unser Konto von unserer Einrichtung halt und hat jetzt aber seit Anfang des Jahres haben wir für ihn eine Wohnung gefunden. Und naja, geht jetzt halt nach und nach darum, dass er immer selbstständiger wird. Wo haben Sie jetzt gelebt, bevor Sie nach Hildesheim gekommen sind? In Deutschland. Überall? Genau. Okay. Also so als Durchreisender halt, ne? Überall ja. Halt als Durchreisender. Alles klar. Für die Kontoeröffnung brauche ich natürlich auch ein paar Unterlagen von Ihnen. Und zwar Ihren Personalausweis. Haben Sie den dabei? Den habe ich da mit. Wunderbar. Genau. Und auf dem Personalausweis ist da auch schon die Adresse von Hildesheim drauf? Da ist schon die Adresse drauf, perfekt. Ja. Vorsicht, nicht erschrecken. Ach, krass. Ja. Okay. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, ja. Das finde ich auch. Ich hätte mich vorher mal rasieren sollen. Für mich ist es schon so ein Schritt in so ein normales Leben, sage ich mal. Ne? Eine neue Herausforderung. Manche sagen jetzt vielleicht, okay, was ist denn daran die Herausforderung? Mhm. Ja? Also ich gehe in die Bank, also jeder Normalbürger, der da draußen rumläuft, der wird sagen, ich gehe jetzt in die Bank, eröffne ein Konto. Mhm. Aber für jemanden wie mich, der so jahrelang eigentlich in so einer Parallelspur gelaufen ist von der Gesellschaft, ist es natürlich schwierig so. Ne? Ja. Das ist für Sie. Bedanke ich mich schon mal. Sehr, sehr gerne. Schön, Sie kennengelernt zu haben. Danke sehr. Alles Gute für Sie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Im Moment habe ich gar nicht so den Wandertrieb, ne? Der ist total schon abgeschwächt, ne? Die erste Zeit hatte ich natürlich ein bisschen mehr. So Hummeln in Moors, ne? Wie man in Hamburg sagt. Aber jetzt fühle ich mich ja nicht ganz wohl. So. Kann ich den Herbst auch mal so genießen, weil ich heute Abend gehe ich dann in meine Wohnung, dann habe ich es wieder warm. Ne? Wenn ich jetzt draußen wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt schon, so, das wäre jetzt schon so die Zeit, so langsam meine Platte aufzusuchen. Ne? Und dann schon so langsam mein Nachtlager herzurichten. Ne? Der Erik, der existiert auch immer noch in mir und der kann auch gerne existieren weiterhin. Manchmal habe ich so meine Probleme mit ihm. Aber es ist so, dass ich ihn manchmal zulassen kann, auch wenn ich zu Hause bin. Ich kann ihn manchmal zulassen, aber manchmal auch halt nicht. Und das ist halt immer öfter diese Sache, wo ich sage, nee, ich will dich jetzt nicht hier haben. Aber ich bin gut mit ihm. Also ich kann ihn gut leiden.